Ja, hallo, da ist wieder mal Andreas, der Teilzeitnomade. Heute aus dem tief verschneiten Duracher Höhe in Kärnten. Ja, Mitte September, 13. September heute. Unglaublich, Schnee ohne Ende hier, Wintereinbruch. Ich wollte eigentlich heute nach Tirol fahren, um Bekannte zu besuchen. Das fällt natürlich ins Wasser. Ich habe noch keine Winterreifen. Ich habe Sommerreifen natürlich im September noch auf dem Auto. Und ich stehe hier so in einem Eckerrennen, wo wenig Wind geht. Es stürmt auch. Es schneit noch immer, soll noch bis morgen in der Früh weitergehen. Also das Ganze hat sich jetzt erledigt. Jetzt haben wir auch noch Stromausfall. Scheinbar sind Bäume auf die Leitungen gefallen. Ja, ein paar Impressionen vom Duracher See werde ich euch noch mitgeben für heute. Und dann werde ich wieder ins Zimmer gehen und warten, bis der Strom wieder kommt. Dann werde ich das Video hochladen. Mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Vielleicht geht es dann nächste Woche wieder besser. Ja, die Impressionen kommen noch. Ich verabschiede mich schon einmal für heute, euer Teilzeitnomade Andreas. Ja, die Straße ist natürlich schon geräumt. Es ist ja natürlich der Boden noch nicht gefroren, auch Salz gestreut. Aber man sieht einfach an den Autos hier am Parkplatz, ja, so 20, 30 Zentimeter Neuschnee heute nachgekommen. Ja, es ist gerade noch einmal kurz windstill. Also mit diesen Impressionen von der tief verschneiten Duracher Höhe hier in Kärnten, Österreich, verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Video wieder ein paar sonnige, herbstliche Impressionen aus Österreich bringen kann. Noch einmal Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Teilzeitnomade Andreas.